Hallo, schön, dass du wieder da bist bei diesem neuen Video. Heute wollen wir mal durch ein Tierbild sehen, was in dir steckt, welche Power, welche Eigenschaft dich besonders macht. Du siehst hier 7 Tiere, die auch Krafttiere sind. Welches Tier hat dich sofort angesprochen? Nicht lange überlegen, wähle spontan. Und nun gehen wir auf die einzelnen Tiere ein und was sie bedeuten. Du hast den Tiger als erstes entdeckt, dann hast du es im Leben sicher nicht immer leicht gehabt. Das hat dich aber auch stärker gemacht und du widmest dich den Dingen, die wirklich wichtig sind und du versuchst der Negativität so wenig Aufmerksamkeit wie möglich zu schenken. Dein Umfeld sieht in dir eine starke Person, die allerdings nicht immer einfach zu nehmen ist. Daher bemühen sich viele Leute in deinem Umfeld, dich nicht unnötig zu reizen, weil sie wissen, dass du darauf auch mal recht heftig reagieren kannst. Du wirst geschätzt für deine innere Stärke und man sucht auch gerne deinen Rat und deinen Zuspruch. Achte darauf, dass man dich nicht ausnutzt und wenn du dich mal schwach fühlst, erinnere dich daran, dass dein Krafttier der Tiger ist. Du bist stark und voller innerer Kraft, nutze sie weise. Du hast die Kobra als erstes entdeckt, dann hast du in dir ein geradezu überragendes Selbstvertrauen, dessen bist du dir aber leider nicht immer bewusst. Das sorgt oft für seltsame Situationen, in denen man dich nicht versteht, weil du unsicher wirst. Du fängst dann an, an dir selbst zu zweifeln und man nimmt dich nicht richtig ernst. Das bedeutet, dass du dir deiner inneren Stärke mehr bewusst werden solltest, damit man dich ernst nimmt. Sieh in dich hinein und erkenne, welche Stärken in dir schlummern und setze diese richtig ein. Einige Menschen halten dich für unecht, das kommt aber nur davon, weil du eben selbst manchmal an dir zweifelst. Daher arbeite an deinem Selbstwert, damit alle deine innere Stärke und dein schönes Wesen sehen, wie es ist. Du wirst gerne konsultiert, wenn es Probleme gibt und versuchst auch immer zu helfen. Aber du darfst auch aufpassen, dass man deine gute Art nicht ausnutzt. Sei da, wenn du gebraucht wirst, aber grenze dich ab, wenn es dir zu viel wird. Du hast die Fledermaus als erstes gesehen? Dann hast du besonders scharfe Sinne und vor allem auch die Fähigkeit, andere Menschen gut zu lesen. Sie können wenig vor dir verbergen und das wissen sie auch. Daher hast du nicht unbedingt eine extreme Anziehungskraft, weil viele Menschen sich vor dir fürchten. Also nicht richtig fürchten, aber die falschen Personen sind unsicher in deiner Gegenwart. Nur die Besten dürfen zu dir durch und wollen das auch. Sei froh darüber, so läufst du nicht so sehr Gefahr, dass Energieräuber bei dir andocken wollen, wie das oft bei anderen der Fall ist. Man schätzt deine ehrliche und offene Art und sucht auch gerne Rat bei dir, wenn es um ernste Themen geht. Pass hier nur auf, dass man dich nicht nur bei ernsten Themen aufsucht, sondern auch freudige Zeiten mit dir verbringen will. Denn in dir schlummert schon auch jemand, der gerne Spaß am Leben hat und das solltest du auch ausleben. Du hast die Eule als erstes gesehen? Dann bist du jemand, der nicht gerne im Rampenlicht steht. Du magst es, dich auch mal zurückzuziehen und in Ruhe zu sein. Ständig wilde Partys feiern, das ist nicht so dein Ding. Du feierst schon, aber du schätzt auch die Stille, die Ruhe und vor allem die Natur. Du hast viele Geheimnisse, die du nur mit deinen engsten Vertrauten teilst, wenn überhaupt. Das macht dich natürlich auch geheimnisvoll und interessant für andere. Man fragt dich auch gerne um Rat, weil man dich für klug und weise hält. Eben wie eine Eule, beziehungsweise wie man sie sich vorstellt. Du darfst darauf achten, dass bei dir die Freude nicht zu kurz kommt und dass du öfter mal unter Menschen gehst. Zieh dich nicht zu sehr vom Leben zurück, sondern genieße es, wie du es möchtest. Du hast den Löwen als erstes gesehen. Dann ist wohl klar, dass in dir eine starke Kämpfernatur steckt. Du bist es gewohnt, um Dinge zu kämpfen, die dir wichtig sind. Allerdings solltest du darauf achten, hier nicht immer zu forsch vorzugehen, sondern auch die anderen machen zu lassen. Man nimmt dich oft als Ellenbogentyp wahr, der du in Wirklichkeit ja gar nicht bist. Besonders für deine Familie und für deine Freunde allerdings setzt du dich sehr stark ein und dafür wirst du auch sehr geschätzt. Du kämpfst im wahren Sinne des Wortes wie ein Löwe, wie eine Löwin für deine Rechte und die deiner Lieben. Es ist wohl klar, dass man gerne deinen Rat sucht, denn du hast scharfsinnige Ideen und meistens schnell Lösungen parat. Das erste Tier, was du gesehen hast, war der Hund. Tief in deinem Inneren bist du immer noch sehr jung, geradezu wie ein Kind und das ist gut so. Du bist sehr ehrlich und magst die meisten Menschen erstmal sofort. Das ist natürlich nicht immer gut, wie du sicher auch schon bemerkt hast. Viele Verletzungen hast du durch deine Liebe und oft naive Art schon erleiden müssen und bist daher inzwischen vorsichtiger geworden. Allerdings, tief in dir drin, lässt du es dir nicht nehmen, an das Gute im Menschen zu glauben und auch das ist gut so. Bleibe tief in dir, wie du bist, aber wähle weise, mit wem du Zeit verbringen möchtest und mit wem nicht.
Man schätzt deine Gegenwart sehr, weil du meistens gut drauf bist und ebenso schön ehrlich und aufrichtig in deiner Art. Du hast den Wolf als erstes entdeckt. Der Wolf steht als Krafttier für besondere Stärke und Ausdauer. Du musstest schon viel durchmachen in deinem Leben, aber du bist stets mit einer bestimmten, besonderen Kraft aus allem hervorgegangen. Natürlich hat dich vieles auch geschwächt, aber du hast ein Licht in dir, welches dir immer wieder neue Power spendet. Man ist gerne in deiner Gegenwart, weil du auch besonders empathisch bist. Du bist ein guter Beobachter und erkennst Probleme meistens viel eher als andere. Das macht dich zu einem beliebten Ratgeber und man schätzt dich sehr. Du darfst allerdings auch aufpassen, dass man dich nicht ausnutzt, denn Stärke wirkt anziehend und viele versuchen, davon etwas abzubekommen. Daher lerne, dich abzugrenzen, wenn du dich bei Leuten oder auch in Situationen nicht wohlfühlst. Das waren jetzt alle Tiere auf unserem Bild und wir sind natürlich sehr gespannt darauf, welches Tier du als erstes entdeckt hast und ob du dich mit den Auslegungen identifizieren konntest. Den Fehler lassen wir drin. Hehe. Teile uns gerne in den Kommentaren mit. Ein aktiver Austausch ist bei uns immer sehr willkommen. Vielen Dank für dein Interesse an diesem Video und wenn du weitere spannende Inhalte sehen möchtest, abonniere auch gleich den Kanal. Wenn es dir gefallen hat, freuen wir uns natürlich auch über einen Daumen nach oben. Bis zum nächsten Mal.